Hey Freunde, und zwar geht's jetzt langsam los. Es wird kälter draußen und ich bin draußen. Das heißt, wir machen ein Vorballer-Freude-Spezial. Und zwar mit Klasse 1-Artikel. Wie ihr sehen könnt, haben wir, also ich, eine kleine Zusammenstellung. Und zwar, dass fast Neuheiten sind, also 1, 2, 3, viele Neuheiten sind dabei. Das Fire-Festival von Birkhoff, da testen wir mal alles. Alte Bekannte, die Glamorous Fire Vulkane, Alien Attack von Komet, Sahike und was Neues noch, Bengal VS. Und da würde ich mal sagen, fangen wir direkt an, weil wir haben schon wieder 3 Grad Minus. Oh, jetzt schmeiße ich es weg. Oh nein. Okay, so, wir fangen mal an mit dem Bengal VS. Neuheit von Birkhoff. Das sind 4 kleine Bengal-Fontänen. Wir testen gleich mal Silber und Rot. Schauen mal, wie sich der Fokus verhält. So, einmal Silber, einmal Rot. Die sollen sehr klein sein, deswegen schauen wir gleich mal. Klein sind sie ja, von der Flamme her, aber der Silberne war gerade verdammt hell. Oh, der geht aber lange. Der ist gut. Okay, der Rote war nicht schlecht. Der Silberne verdammt hell, der Rote sehr lange Brenndauer. Testen wir gleich noch die verbleibenden 2 Stück, blau und lila. So, blau und lila. Geht los. Ja, erzähl doch mal, wie geht's euch jetzt so zur Zeit? Weil es ist verdammt kalt draußen und es macht mir richtig Spaß, mal wieder so zu zündeln. Deswegen diese Vorfreude. Okay. Beide sehr schön auf jeden Fall. Ja. Auch noch sehr schöne Farben. Wer die Jorge Super Color Fountains kennt, das ist genau die gleiche Farbe, wollte ich jetzt behaupten. Das Lila geht mehr ins Pink auf jeden Fall. Oh, der Blau ist schon zu Ende. Okay. Also die beste Brenndauer von denen hat auf jeden Fall der Rote. Also das Set kostet, jetzt muss ich lügen, 3-4 Euro. Kann man sich mal tun, also antun. Ist auf jeden Fall sehr schön. Wandert direkt in den Mülleimer. So, dann noch ein paar altbekannte Sahike. Da zünden wir mal die restlichen noch weg. Damit die auch mal wegkommen. So. Stellen wir mal hin hier. So, wie fahren wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück haben wir noch. Ich denke mal, alle kriege ich eh nicht mit gleichzeitig an, also zünden wir einfach mal drauf los. Ah, 3 haben gefehlt. Okay, wird auch gleich wärmer. Es wird einem richtig warm ums Herz. So, die letzten 3. Super klasse 1-Artikel auf jeden Fall. Wer sie noch bekommt, kauft sie euch auf jeden Fall. Sie sind ihr Geld wert. 25 Stück in einer Schachtel und in den Müll. Den Rest machen wir später in den Müll, weil ein bisschen warm.
So, wir machen weiter. Ich denke mal, die Glamorous Vulkane kennt von euch jeder. Die silbernen neigen dazu zu explodieren. Deswegen testen wir jetzt erstmal einen goldenen, einen roten und einen silbernen. Ja, ob ich alles wegkriege? Wir werden sehen. Ja. So, okay. Wir testen zuerst mal den roten, dann den goldenen, dann den silbernen. So, Attacke. Das ist jetzt der rote. Also die Vulkane kosten im Set 6,99. 6 Stück sind drin und haben maximale NEM. Falls es euch interessiert. Sehr schöner Goldfunkeneffekt. Schöne kalte Sterne vor allem. Oh, so macht Feuerwerk Spaß. So, jetzt der goldene hinterher. Wie gesagt, alles immer noch Klasse 1. Ja, der baut sich schön auf. Ja. Ah, leider vorbei. Aber hat sich auf jeden Fall sehr schön aufgebaut, der Vulkan, der goldene. Jetzt testen wir den silbernen, mal schauen, ob er explodiert. Geh mal ein bisschen weiter weg. Durchgehalten. Ha, wer hätte es gedacht? Okay, vielleicht explodiert der silberne hier, den testen wir auf jeden Fall noch. Die anderen zwei, die nehme ich wieder mit. Oder vielleicht testen wir sie doch noch. Also der silberne. Nicht explodiert, okay, aber sehr schön auf jeden Fall für Klasse 1 Vulkane. Kann ich sie echt empfehlen. So, dann geht es weiter mit den Alien Attack von Komet. Da kosten zwei Stück kosten da 1,49. Soweit wie ich weiß. Klebestreifen mal ein bisschen. So. Sind zwei UFOs drin. Ich mache erstmal den Müll ein bisschen weg. So, zack. Geht's gleich weiter. Zwei Stück. Ich weiß gar nicht, ob die pfeifen, aber eigentlich glaube ich nicht. Werden wir mal sehen. So, nochmal zwei auf einmal. Super Ofen. Okay, der letzte hat oben nicht rausgesprüht, ist aber nicht schlimm. Also für 1,49 kann man sie echt mal kaufen für zwischendurch. Ich mag die Dinger. So, jetzt kommen wir mal zum, denke ich mal, interessantesten Set für euch. Und zwar das Fire Festival von Blockhoff. Erstmal wieder Müll weg. So, also in die Mitte sind Wunderkerzen. Die, denke ich mal, brauche ich nicht großartig euch vorstellen. So, dann sind es immer kleine Verpackungen auf jeden Fall. Wie gesagt, 12 Jahre. Wir haben hier eine NEM von 7 Gramm auf der Fontäne. Das ist die Superstars, die grüne. Und Fontäne muss im Karton gezündet werden. Ja, komm her. Komm her. Mach dich schwer mit einer Hand. So. Dann mache ich die erstmal auf, würde ich mal behaupten. So. Ja, schreibt euch mal in den Kommentaren, ob ihr auch Klasse 1 Zündler seid im Jahr. Ich mache es auf jeden Fall sehr gerne.
Und man hat ja nun mittlerweile auch sehr viel Auswahl. Die brauchen wir nicht. Gut. Also wir legen los mit der grünen Superstars Glockhoff vom Fire Festival. Schauen wir mal, was die grüne kann. Ich bin mal gespannt, 7 Gramm NEM, NEM ist ja Max. Okay. Schönes Gold mit tiefblauen Sternen. Also Sonnenblau habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Vor allem Klasse 1. Top, muss man sagen. Wir machen weiter mit der Dropkick. Das müsste, denke ich mal, Crackling sein. Auch hier haben wir wieder 7 Gramm. Das ist die rote. Bin ich mal gespannt. Okay, Chrysanthemenfontäne, war die rote. Dann denke ich mal, wird das Crackling sein. Powerlight, die blaue. Da hätte ich mich jetzt natürlich die blauen Sterne drunter vorgestellt, aber naja. So, die blaue Powerlight, auch wieder 7 Gramm NEM, also alle Fontänen haben 7 Gramm. Also Rot, Silber und Gold. So, aha, interessant. Testen wir mal die anderen hier noch. So, was haben wir hier? Bright Stars, wir fangen wieder mit einer roten an. Bright Stars, auch wieder 7 Gramm NEM. So. Diesmal in einer runden Verpackung. Sehr schöner Effekt. Auf jeden Fall. Platzende rote Sterne. Sehr schön. Oh, leider kurz. Kurz, sehr kurz. Also die rote war jetzt gerade super. Also ich fand die sehr toll. So, jetzt haben wir die Silver Sky. Die blaue. Mal schauen, was die so kann. Grüne Sterne mit Chrysanthemenfontäne. Okay, so, dann fehlt ja bloß noch Crackling, ne? Hatten wir noch nicht vertreten. Die Goldblitz in grün, denke ich mal, wird jetzt Crackling sein. Boah, Alter. Was? Okay. Hammer. Okay. Also meine Favoriten, ganz klar. Auf jeden Fall, da brauche ich nicht drüber reden. Die Bright Stars, die rote, und die Goldblitz, die grüne. Also fluffy in rot und blinkend rot. Richtig geil. Kann ich nur empfehlen. So, ich glaube, da sind wir so schon durch mit dem Vorfreude-Video. Ey, oh toll, ich will noch mehr finden. Okay, wir haben noch 2 Vulkane. Machen wir sie doch noch. So, und dann räume ich auf und dann geht's nach Hause, weil es ist arschkalt, meine Nase läuft, Alter. Geht ja nicht. So. Dann machen wir beide gleichzeitig den roten und den goldenen nochmal gleichzeitig. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr zündet auch schon kräftig, fleißig. Denn es wird langsam kalt. Und der Geruch steigt in die Nase. Also gefällt mir alles sehr gut, muss ich sagen. Es sind alles schöne Artikel dabei. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Art Vorfreude-Video, mal ohne Böller. Es wird aber noch eins geben mit Knall, kann ich euch schon versprechen. Also, na dann, bleibt am Ball, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.